Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute mal, oder das erste Mal sogar auf dem Kanal, ein Porsche. Das ist der Porsche Panamera 4S. Baujahr 2009, 294 kW, 4,8 Benzinmotor. Und wie man im Titel lesen kann, entweder steht da jetzt Kompression prüfen oder dritter Zylinder hat Verbrennungsaussetzer. Auf jeden Fall der ist hier, weil wir einmal die Kompression prüfen wollen. Warum wollen wir die Kompression prüfen? Weil hier ist Garantie-Kulanz-Geschichte und man möchte jetzt einfach nur, ich weiß jetzt nicht, ob wir weiter in das Thema reingehen dürfen, werden oder ob wir einfach nur hier Kompression messen. Und zwar geht es jetzt darum, er hat ab und zu Verbrennungsaussetzer im dritten Zylinder. Spule wurde schon getauscht, Kerze wurde schon getauscht, alles andere schwierig dran zu kommen und man wollte jetzt vorab, bevor man die komplette Ansaugbrücke, Injektoren, alles rausholt, weil die Ansaugbrücke auch undicht ist und ein paar andere Geschichten da sind, wollte man jetzt einfach mal die Kompression geprüft haben. Und da viele sagen, dass die gerne zugucken, auch wenn ich einfach so schraube, dachte ich, nehme ich euch mal mit und ja, wir haben den Kompressionskoffer hier mit dem XXL Automotive Kompressionskoffer, der unten verlinkt ist, kann man Porsche auch Kompression prüfen. Deswegen, das zu dem Thema. Er ist schon relativ ausgebaut hier hingekommen, deswegen werdet ihr jetzt nicht viel zugucken können, wie man viele Anbauteile von dort abmontiert, weil viele Sachen schon fehlen. Und vielleicht werden wir auch mal die Zündkappen draufsetzen und gucken, ob wir Fehlzündung erkennen werden. Er hat nämlich auch noch die, das Thema ist jetzt wie folgt. Kompression prüfen, wenn Kompression in Ordnung ist, dann muss man halt in Richtung gehen, Zündung, Einspritzung oder die Saugrohrverstellung. Er hat nämlich eine Saugrohrverstellung und ja, er hat auch noch Falschluft und bevor man da Geld rein investiert, beziehungsweise in die Garantie weitergeht oder in die Kulanzgeschichte weitergeht, was auch immer da alles ist, möchte man einfach wissen, ist der Motor Kompression in Ordnung oder nicht, bevor man weitergeht? Sonst lohnt sich die Geschichte ja nicht. Oder was sagt ihr dazu? Schreibt bitte alles unten in die Kommentare. Und wie man Kompression prüft, wo der erste Zylinder ist, würde ich euch gerne einmal mitnehmen. Ich würde sagen, los geht's. Ja Leute, ganz kurze Einblendung. Und zwar, dieses Video wird gesponsert von XXL Automotive. Das ist ein Werkzeug-Online-Shop, hat auch zwei eigene Hausmarken. Vielleicht habt ihr die ein oder andere schon mal gesehen, Reptool und Stahlmax. Ja, wir arbeiten schon des Längeren zusammen und ja, von meiner Seite aus ist das Werkzeug wirklich zu empfehlen. Und ja, machen wir uns nichts vor, wenn man vernünftiges Werkzeug hat, dann tauschen sich die Ersatzteile schon fast von alleine aus. Jeder kennt es, das geile Gefühl, wenn das Werkzeug passt, vernünftig ist und man seine Arbeit vernünftig machen kann. Und bis jetzt konnten mich die Marken immer überzeugen. Die Werkzeuge waren immer passgenau, Spezialwerkzeug besonders. Bei manchen ist halt das Problem, also jetzt nicht von der Marke, aber andere Hersteller haben manchmal das Problem bei Steuerkette, dass die Blockierwerkzeuge nicht sehr gut passen. Hier habe ich aber immer gute Erfahrungen gemacht. Das Gute ist auch, ihr müsst sie auch nicht kaufen. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze euch auszuleihen. Deswegen, unten ist das Ganze einmal verlinkt. Und mit dem Rabattcode VITJAWOLF kriegt ihr nochmal 5%. Das ist jetzt ein dauerhafter Rabattcode. Damals waren 10%, aber das war ein Neukundenrabatt. Jetzt könnt ihr mehrere Produkte oder öfters den Rabattcode anwenden. Deswegen, ja, unten ist das Ganze verlinkt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja, ansonsten weiter mit dem Video. Ja, er ist relativ ausgebaut hier hingekommen. Ein paar Sachen habe ich noch abmontiert. Und zwar den Kollegen einmal abmontiert, die Abdeckungen rausgeholt und den einmal zur Seite, die Motorbrücke. So, also V8, 4,8 Liter. Jetzt fragt man sich natürlich, wo ist der erste, wo ist der dritte Zylinder? Also die Anordnung bei dem Modell, bei dem Motor und meistens fängt es hier an, hier ist der erste Zylinder. Also wenn ihr quasi vor dem Motor steht, links. Erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter, sechster, siebter, achter. Jetzt könnt ihr besser zugucken. Also erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter, sechster, siebter, achter. So sieht das Ganze einmal aus. Man kommt relativ gut dran. Hier ist zwar eine Abdeckung drauf, wo alles festgeschraubt ist,
war aber schon alles ab. Deswegen, wir holen die Zündkerzen raus, messen Kompression. Der Motor ist relativ betriebswarm. Die Einspritzung, also man soll eigentlich, wenn man Kompression prüft, Sprit abmachen, dass die Drosselklappe komplett auf ist. Und dann soll man Kompression prüfen, aber das werden wir so auch hinbekommen. Und ja, die Geschichte ist halt, ob hier sind ein paar Undichtigkeiten und wenn man, also wenn die Kompression in Ordnung ist, dann bleibt ja Spule übrig oder Verkabelung eventuell. Nur dass er ab und zu, wir müssen ihn mal laufen lassen. Moment, wir lassen ihn erstmal laufen, ob wir uns was, ob wir überhaupt was hören. Im Warmen geht es relativ, aber die Motorstörung kommt und dann sagt die Motorstörung dritter Zylinder Verbrennungsaussetzer. Und jetzt ist halt die Frage, Spule ist neu, Kerzen sind neu. Wenn es die Verkabelung wäre, würde er permanent machen. Das bedeutet entweder Saugrohrverstellung oder Injektor, wenn die Kompression in Ordnung ist. Ja, minimal ruckelt er. Er hat auch Falschluft. Deswegen muss Falschluft erst geklärt werden, aber wenn man die Falschluft macht, dann muss eh der ganze Kollege raus. Ja, jetzt fängt er mehr an. Ich hoffe, durchs Mikro hört man das. Ich gehe mal an den Auspuff, dann könnt ihr das vielleicht ein bisschen hören. Ja, und für uns bedeutet das halt jetzt Kompression prüfen. Das würde eigentlich auch ausreichen, wenn wir so den ersten und dritten als Vergleich machen. Er soll mindestens 18 Bar haben. Also wir müssen sowieso erstmal alles abstecken, damit, wenn wir Kompression prüfen, er bei uns natürlich nicht ansprengt. Wir werden jetzt mal den ersten und den dritten. Die Kerzen mal rausholen. So ganz wichtig, bevor man Kerzen abschraubt, auspusten. So mit einer 16er Nuss. Ich muss mal gucken, ob ich den Fehlercode noch finde, weil mein Otto-Fix-Lizenz abgelaufen ist. Wie unpassend das gerade ist. Und ich muss gucken, ob ich die Fehlercodes noch finde. Und die dann natürlich euch einblende. Und die Community, die sich dann da austauschen kann. Bei dem Fehlercode, vielleicht war bei dem einen das oder das, die Saugrohrbrücke, die Saugrohr, weil ich habe mit dem Motor null Erfahrung, um ganz ehrlich zu sein. Und ich denke mal, das Video bleibt dann online und dann können sich die Leute dann austauschen. Die ganzen Ärzte und Anwälte, die selbst an ihren Autos schrauben. Die dann in der Garage stehen und bei sich nach dem Fehler suchen, warum die Verbrennungsaussätze haben. So, okay. Nass ist sie nicht. Schlechte Verbrennung, ja. Hier. Rechts
ist der vom dritten Zylinder und links vom ersten. Die Verbrennung ist natürlich besser, weil da irgendwas schief läuft in dem Zylinder. Dann müssen wir mal Kompression. Ich denke mal, für euch im Video wird es wohl ausreichen, wenn wir hier ersten und dritten und ich euch dann halt ein Review dazu gebe am Ende. So, ihr könnt mal hier zugucken und euch die Kompression angucken, während ich den laufen lasse. So, ihr guckt jetzt und ich drehe. So. Wie viel haben wir? 19, 18, 17. Ja, okay. Okay, bisschen wenig, aber wir müssen jetzt mal im Vergleich zum dritten gucken. Aber was heißt bisschen wenig? Das sind halt jetzt die Herstellerangaben, dass er 18 haben soll. Wichtig ist, dass der meiner Meinung nach im Vergleich zum dritten Zylinder jetzt nicht weniger hat. Ich glaube, 2 bis 3 Bar Differenzunterschied darf, sollte nicht sein. Deswegen mal gucken, wie viel jetzt der dritte hat. Und dann wissen wir, ob Motor gut oder nicht gut. Der Anlasser stoppt halt selbst. Und wie viel hat er? Ja, der hat 19, 18, 17, auch 17. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen konntet. Auch 17. Somit, finde ich, ist es in Ordnung. Und das Problem ist nicht motormäßig, ja, also jetzt nicht kompressionsmäßig. So, ich messe jetzt auf der anderen Seite noch, für euch einfach mal so ein bisschen im Speed-Modus, wer das noch zugucken will, wenn nicht, einfach skippen, weil ich mal den Unterschied wissen möchte, nicht, dass auf der anderen Seite was anderes ist. Beziehungsweise, wir werden das, denke ich, mal skippen und ich werde euch am Ende sagen, was bei rumgekommen ist. Beziehungsweise, wir werden gleich mal gucken, ob wir den Zündfunken uns angucken können. Ja, auf der anderen Seite haben wir 18. So. Das ist dann der 5., das ist der 6., 7. Wie viel haben wir auf dem 7.? Auf dem 7. haben wir 17. 19, 18, 18, 17. Ist okay. So, ich baue jetzt mal eben die Kerzen wieder rein. Wir tauschen die Spulen mal um und machen mal diese Zündfunkenkappen drauf, womit man den Zündfunken sichtbar machen kann, wenn die da drauf passen. Damit ihr versteht, was ich meine, machen wir einmal diese Zündfunkenkappen drauf. Die können wir nämlich auf die Spule draufsetzen, wenn die da reinpassen werden. So sieht das Ganze aus. Das kann man dann auf die Kerze drauf machen. Und dann gucken wir uns einfach mal
den Vergleich vom ersten zum dritten an, ob wir da was sehen können. So und so. So, dann gucken wir mal, was das hier von der Kabellänge auch natürlich passt. Und ob wir überhaupt was sehen werden. Das wäre mal interessant. So. Machen wir gleich das Licht aus und gucken mal. So, wir lassen ihn laufen. Also ihr könnt jetzt zum Beispiel sehen, ja, das ist jetzt der erste Zylinder. Er fängt an zu ruckeln, gucken, was im dritten passiert. Der dritte ist halt natürlich schlecht sichtbar. Nur so ein kleiner Funken. So könntet ihr das sichtbar machen. Ja, Leute, und so kann man mit den Kollegen das Ganze wenigstens sichtbar machen. Für uns ist das Thema halt jetzt erledigt. Jetzt muss man halt gucken. Erstmal natürlich die Undichtigkeiten beheben und dann in diese Richtung weiter gucken. Und wenn man dann halt die Ansaugbrücke sowieso abmacht, dann gegebenenfalls die Injektoren, die hier drunter sitzen. Der Kollege muss ab. Wenn man den Kollegen eh ab hat, dann Injektor gegebenenfalls umtauschen und gucken, ob der Fehler auch umspringt auf einen anderen Zylinder. Und dann halt weitersuchen. Also mein Ratschlag ist, würde ich jetzt halt auf Undichtigkeiten prüfen. Das haben wir auch geprüft, ist undicht. Undichtigkeiten beheben, das Ganze eh rausholen. Gleichzeitig die Saugrohrverstellung gucken. Er hat ja eine Saugrohrverstellung, eventuell hängt die Klappe dort schon schief. Und deswegen kommt in diesen Zylinder weniger Luft rein und dann halt den Injektor umstecken und gucken, ob der Fehler umspringt und dann weitersuchen. Weiter, weiter, weiter. Ja, das zum Thema Porsche Kompression. Das Ganze ist eigentlich natürlich hier alles festgeschraubt. Ist halt jetzt nicht von uns gelöst worden, wird aber nachher noch festgeschraubt. Wir haben nur den Kollegen hier abgemacht. Achso. Die Abdeckung kommt hier normalerweise noch drauf, aber das später. Ja, Leute, und so kann das Ganze einmal aussehen. Ja, wie gesagt, holt euch so einen Koffer, wer oft Reparaturen macht. Der Koffer hat mich bis jetzt wirklich nie enttäuscht. Und ja, Zündfunken, Finger oder Kappen oder Zündfunkentester, besser gesagt, auch unten im Shop verlinkt das Ganze. Die sind echt nicht teuer, die kann man sich zulegen und immer mal gucken, ob so eine Zündspule, ob Zündung da ist, sie sichtbar machen. Ja, ansonsten, wenn wir hier das Thema nicht weiter beheben werden, werde ich unten nachher mal reinschreiben in die Kommentare, was die Ursache im Endeffekt war, für den einen oder anderen, den es interessiert. Ansonsten könnt ihr euch sehr gerne unten einmal austauschen zu dem Thema Verbrennungsaussetzer, was ihr jetzt an der Stelle machen würdet. Und wenn ihr quasi die Besitzer wärt. Ja, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, checkt unten die Infobox ab, da sind die ganzen wichtigen Links drin. Achso, und übrigens, wenn ihr euch das Ganze zulegen möchtet, mit dem Rabattcode VITIAWOLF, klickt ihr nochmal 5%. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!